Hallo, lieber Zwillinge. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu deiner Tarotkartenlegung. Ich bin Angela und dies ist eine Legung für den Zeitraum vom 23.09. bis 3. Oktober. Dieser Zeitraum kennzeichnet die erste Dekade Waage. Und ja, deswegen habe ich diesen Zeitraum so gewählt. Das ist eine intuitive Legung für die Allgemeinheit. Sie kann daher auf dich zutreffen, aber sie muss es nicht. Sollte sie nicht auf dich zutreffen, hast du auch die Möglichkeit, in einen deiner anderen Zeichen hineinzuschauen. Die Rollen können vertauscht sein. Also meine Videos sind geschlechterneutral und Zeit ist fließend. Okay, wir fangen mal an. Ja, diese erste Dekade Waage, also trifft ja auf uns alle zu. Wir sind da ja alle im gleichen Zeitraum und Waage ist auch ein Luftzeichen, genauso wie du. Ihr seid natürlich nicht das gleiche Zeichen, aber so eine luftige Energie tut dir sicherlich auch ganz gut jetzt in diesem Ende des Herbst. Ja, ich werde erstmal eine Reihe legen, um deine aktuelle Situation zu überblicken. Ja, liebes Universum, eine Botschaft für den Zwillinge für diesen Zeitraum. Okay, eine ist schon mal rausgesprungen. Und für die Vergangenheit. Und die nahe Zukunft. Okay, das war eindeutig. Gut. Die Vier der Schwerter. Ja, wie ich das gerade schon meinte, du spürst diese luftige Energie. Ja, Vier der Schwerter. Schwerter ist auch Luftenergie. Und Vier ist immer, da klingt etwas zusammen. Ja, der geistige Frieden. Du machst dir jetzt gerade. Du bist zwar geistig ganz klar, also fühlt sich da entspannt, machst dir viele Gedanken, aber im Positiven. Es fühlt sich alles ganz friedlich an. Ja, in der nahen Vergangenheit warst du auch schon in der Schwerteenergie. Also du warst jetzt doch ganz gut bei dir, habe ich den Eindruck. Du bist auch in naher Vergangenheit auf eine gute Idee gekommen, irgendeine Erkenntnis erlangt und die bringt dir jetzt diesen Frieden. Und darauf folgt die Acht der Kelche. Das ist die Trägheit. Ist eine ganz andere Energie, die jetzt reinkommt. Ja, Kelche sind die Emotionen, Wasserzeichen. Ich glaube, du brauchst tatsächlich eine kleine Pause von dieser Erkenntnis. So habe ich den Eindruck. Ja, die Vier der Schwerter hat auch etwas Tückisches, diese momentane Situation, diese friedliche Situation. Es ist nämlich ein Scheinfriede. Da ist noch ein Kampf zu kämpfen. Ein geistiger Kampf. Ja, also es ist auch manchmal trügerisch, aber für den Moment also wegen des Astes, des Schwertes ja, folgt das, ist das eigentlich hier ganz stimmig und auf jeden Fall ein guter Grund, um mal diesen inneren Frieden ein bisschen zu genießen und ihn anzunehmen. Aber in naher Zukunft wird dir das ein bisschen langweilig oder wird so ein bisschen Trägheit auf dich zukommen. Ein mulmiges Gefühl. Ja, wahrscheinlich, weil du eben auch noch mehr mit dieser Erkenntnis machen musst. Was für Herausforderungen, was für ein Konflikt ist denn so präsent bei dir? Wir steigen da auf jeden Fall jetzt ein bisschen tiefer ein. Okay,
Die Liebe. Schön. Und schon wieder die Acht. Der Kelche. Ja, ja, die Liebe, das ist auf jeden Fall eine schöne Karte. Das ist ja auch deine Energie. Diese Erkenntnis hat bei dir dazu geführt, dass du dich selber besser annehmen kannst. Wenn es sich hier um eine Beziehung handelt, dann seid ihr in der Beziehung so weit voran, so ganz gut voran, also ist dir irgendwas in der Beziehung klar geworden, was dazu führt, dass mehr Eigenliebe, dass du mehr Selbstliebe entwickeln konntest, mehr zu dir stehen kannst und dass sich das auch wieder positiv auf deine Partnerschaft auswirkt, dass du dich da auch besser zeigen kannst. Du warst in der letzten Woche wirklich gut bei dir und deiner Energie. Wenn es sich um ein Projekt handelt oder um die Arbeit, hast du da auch tolle Fortschritte gemacht. Also ist es wirklich so in deinem ganzen, also im Allgemeinen in deinem Leben. Und auch wieder hier das gleiche Problem, die Trägheit. Ja, irgendwas steht da noch vor, mit irgendwas. Ja, anscheinend bist du da tatsächlich einfach ein bisschen ausgelaugt. Aber das Schöne ist, 2 und 8. 2 und 8 ergeben 10. Und das auf der. Und beides sind Kelche, beides sind Wasserenergien. Das sieht doch nach einem tollen Fortschritt aus. Das ist die Vollendung, die 10. Die Karten gehören zusammen und brauchen sich gegenseitig, um zu so einer Vollständigkeit zu kommen. Ja, das ist doch wirklich, wirklich ganz schön. Was war denn diese Erkenntnis? Was war in der Vergangenheit? 10. Ist ja alles voll ausgeglichen hier. Das ist typisch Waage, ne? Also wir sind ja in dieser ersten Dekade Waage. Auch bei deinen Reading sehe ich hier völlige Ausgleichung. Habe ich jetzt bei ein, zwei schon auch so deutlich wahrgenommen, voll die Ausgleichung zwischen und die hier nämlich in deiner Vergangenheit die 10, das Ass 10 und Ass ist 10. Also ist beides eigentlich, also auch Asse sind 10, ne? Also jede 10 hat auch ein Ass. Ja, es ist der gleiche Übergang. Ja, schön. Mit irgendwas hast du auch, also war nicht nur eine Erkenntnis da, du hast auch mit etwas gedanklich beendet. Etwas aus deiner Vergangenheit hast du tabula rasa-mäßig rasant abgeschnitten mit so einem Messer. So zack, zack, nicht mehr meins. Da war bestimmt auch ein langer Prozess im Vorfeld. Ja, der sich hier geäußert hat. Aber das hast du jetzt hinter dir, ne? Kannst du das denn, wie schätzt du das denn bewusst ein? Okay, ja, du spürst es auch, dass das eine gute Sache war, das loszulassen, das zu beenden und fühlt sich jetzt auch ganz sicher. Das ist der Kaiser, das ist eine große Arkana, das ist eine sehr positive Karte, sehr verantwortungsvoller Mensch, der auch ganz gefestigt in seinem Thron sitzt und die Sache im Griff hat. Ja, und dann ist es wahrscheinlich auch noch ein friedlicher Kaiser, ne? Wegen den 4 Schwertern. Also ein Friedenskaiser. Ja, und ich glaube auch, das ist auch etwas, was einem Zwillingmenschen sehr gut gefällt. Ja, also wenn Politik dann immer mit sehr vielen, sind Zwillinge da sehr idealistisch. Ja, das sieht doch alles sehr gut aus. Also dir gefällt diese Entwicklung auch sehr gut. Und unterbewusst, nagt irgendwas an dir. Das ging ja total schnell. Das ist schon wieder diese 8.
Acht Schwerter. Ja, ich weiß nicht, ob das begründet ist, ob das deine Befürchtung ist. Also irgendwann, in irgendeiner Situation bist du skeptisch. Und diese acht Schwerter stehen auch, wenn es jetzt um Partnerschaftliches geht oder um Familie oder halt auch überhaupt Mitmenschen, steht es auch manchmal so für trügerischere Situationen, für Verheimlichungen. Entweder verheimlichst du etwas oder du spürst es bei jemand anderen. Ich glaube eher, dass das in deiner Umgebung ist, dass du das befürchtest. Aber irgendwas wirft einen Schatten auf das Paradies des Königreichs vom Kaiser. Irgendeine Rebellion oder so eine, wie heißt das? Ja, irgendein Verrat. Ja. Die nahe Zukunft? Nahe Zukunft. Ah, okay. Okay, sieben Scheiben. Ja, da ist auf jeden Fall etwas, was du aufdecken musst. Fehlschlag. Du befürchtest das auch einfach. Ich würde dir raten. Nee, das ist noch zu früh, dazu was zu raten. Das ist schwierig. Also in der nahen Zukunft wirst du auf jeden Fall in eine Situation kommen, wo du etwas tun musst, wo du das Gefühl hast, du wirst scheitern. Aber das ist nur in deinem Kopf. Irgendwas ansprechen, eine Situation aufdecken. Sehen wir mal weiter. Wie ist die Einstellung dazu? Ja, du lässt dich treiben, du genießt das einfach. Vielleicht ist das gar nicht so. Du bist passiv. Du möchtest das dem Lauf der Dinge entscheiden lassen. Du möchtest dich da hingeben und abwarten. Deinen Thron genießen, die Waffenruhe genießen, aber es brodelt im Paradies. Ich würde dir eher vorschlagen, das ein bisschen zu beleuchten. Und zwar mit deinem Verstand. Was ist denn die Umgebung? Das ist jetzt spannend. Okay, das ging schnell. Die Umgebung sind die neun Schwerter. Du hast ein schlechtes Gewissen gegenüber deinen Mitmenschen, gegenüber einigen deiner nahen Angehörigen oder nahen Arbeitskollegen, Beziehungen. Ich habe allmählich den Verdacht, dass du nicht so ganz ehrlich bist, muss ich sagen. Und dass das an dir nagt. Ja, Zwillinge sind immer so, ja, dass sie gerne mit allen gut klarkommen möchten, im Positiven und das auch können. Aber das hat manchmal die Auswirkung, dass man kann halt nicht bei jedem Menschen vollkommen man selbst sein, ne? Möchte irgendwie
doch immer so ein Bild vermitteln. Nicht, dass man perfekt ist, sondern dass einfach alles in Ordnung ist. Aber ich glaube, es wäre jetzt eine gute Idee für dich, dich mehr zu zeigen und ehrlicher zu sein. Wenn es wirklich etwas gibt, wo du ein Geheimnis hast gegenüber anderen, dann zögere nicht und löse das Problem. Weil es könnte eigentlich alles gut sein. Und so habe ich das Gefühl, du genießt, also du, im Moment hast du das Gefühl, wenn es wirklich, dass es im Moment gar kein Problem gibt und dass du alles gelöst hast und alles im Griff hast. Aber das ist nur eine Momentaufnahme. Vielleicht wäre das ist gerade dann, wenn man das Gefühl hat, dass alles gut ist, gerade dann eine gute Idee, sich um die Schatten zu kümmern. Was sind denn deine Hoffnungen und Ängste? Was sind so deine Hoffnungen und Ängste? Huch, der Mond. Ja, das bestätigt es irgendwie noch, dass du ein bisschen Angst hast, mit der Wahrheit rauszurücken. Witzigerweise, also wirklich irgendwie haben viele den Mond. Bei einigen Readings hatte ich das jetzt schon. Aber mach den Schritt. Das ist, ich habe das jetzt, also der Mond ist eigentlich eine sehr positive Karte. Wenn man den ersten Schritt gemacht hat, merkt man, das Neuland, was man da gesehen hat, das hat einen festen Boden. Und der zweite Schritt ist schon mal viel einfacher. Und dann merkt man, dass man in einer total coolen neuen Welt ist. Was kommt denn in der Zukunft auf dich zu? Wo führt das alles hin? Oh, das waren ein bisschen zu viele Karten. So, wo führt das denn alles hin? Königin der Kelche. Ja, das ist die Frage. Ist es eine Personenkarte? Ist es eine andere Person oder bist du das? Oder beides? Kann auch beides sein. Diese ganze Entwicklung führt dich auf jeden Fall zu dem emotionalen Teil deiner Persönlichkeit. Auch wenn du einen Menschen begegnest, also wenn du mit einem anderen Menschen zu tun haben wirst, dann wird das auch eine empathische Person sein, die eher introvertiert ist und empath, ja, also sehr sozial und also schon eher eine sehr reife Energie. Vielleicht ist diese Person auch älter. Muss aber nicht sein oder innerlich älter. Aber auch wenn es hier um eine andere Person geht, wenn es darum geht, ist das auch gar kein Zufall, dass man so eine Person trifft, weil man auch die eigenen Charaktereigenschaften in dieser Person in sich entwickelt. Also auch du bist jetzt gerade aufgefordert, dich emotional weiterzuentwickeln und eine reifere Position zu entwickeln, eine verantwortungsvollere Person zu werden, die besser zu ihren Gefühlen stehen kann und stabiler in diesem sozialen Netz steht und besser mit den Menschen auf emotionaler Ebene umgehen kann. Ja, aber dafür hast du noch einiges zu überwinden.
Ja, ich kann dir nur den Rat geben, die Schattenseiten in dir zu beleuchten und sie ans Licht zu bringen. Und ehrlich zu dir selber zu sein. Gnadenlos ehrlich. Und dann auch, ist man dann auch ehrlicher zu sein mit Menschen. Automatisch. Ja, und das wird dir halt, das, so kannst, wirst du dich dann weiterentwickeln können. Ja. Ja, und es wird toll. Die Aussichten sind toll. Das ist eine sehr schöne Karte. Möchte dir noch einen Ratschlag vom Mond, von der Mondenergie geben, mit auf den Weg geben für diesen schwierigen Weg. Hab keine Angst zu scheitern, es wird alles gut. Have faith in your dreams. Ja, schön. Ja, du hast eine Vorstellung. Und du solltest darin Vertrauen haben. Alles kann so werden, wie du möchtest. Du kannst dich zeigen, ganz wie du bist. Die andere Person wird dich akzeptieren, wenn du dich wirklich zeigst. Have faith. Ja. Ich hoffe, dir hat diese Kartenlegung gefallen. Ich hoffe, das hat dich auch weitergebracht. Es würde mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Kartenlegen nächste Woche wiedersehen. Und wenn du möchtest, kannst du gerne auch noch in die Kommentare schreiben, ob das bei dir hingehauen hat oder nicht. Das würde mich sehr interessieren. Das würde mich sehr freuen, das zu wissen. Ich wünsche dir eine gute Woche und dass du das gut meisterst. Bis zum nächsten Mal.